haben jetzt noch einmal die TED-Abstimmung, bevor Herr Blum uns dann noch mal ein bisschen mit auf den Weg nimmt. Sie erinnern sich, das ist diese Abstimmung, die wir zu Beginn unserer Veranstaltung gestartet haben. Und Sie sind jetzt schon Profis, Sie wissen, wie und wo Sie drücken müssen, Sie wissen, wie und wo die Zettel zu bedienen sind. Und jetzt kommt die härteste Frage, deren Ergebnis wir nicht einblenden werden. Wurden Ihre Erwartungen an diese Veranstaltung erfüllt? Ich wurde gut aufgeklärt, ich bin zufrieden, aber hätte mir anderes vorgestellt. Herr Albers, das müssen wir uns dann sehr zu Herzen nehmen, wenn es so wäre. Ja. Ich fühle mich verunsichert, war nicht unser Ziel. Ich bin nicht zufrieden, hatte mir die Veranstaltung ganz anders vorgestellt und Sonstiges. Wohl, das ist doch in Ordnung. Ich gebe das schon mal an alle anderen weiter. Wie unterstützend fanden Sie die visuellen Darstellungen der Krankheiten und Therapien? Sie haben ja gesehen, wir haben heute mit virtueller Reality gearbeitet, haben versucht, etwas andere Aspekte reinzubringen, die Brücke zu den Live-Bildern im OP, zu Herrn Klaus, zur Aortenklappe zu schlagen. Wie unterstützend fanden Sie das? Sie können jetzt die Zahlen recht lassen, Sie bitte sollten Sie nicht irritieren, das ist so ein internationales Scaling, was man anbringen muss, ist aber jetzt relevant. Also A, B, C oder D. Null wäre, A wäre gar nicht unterstützend, D wäre extrem unterstützend oder sehr unterstützend. Schön, also das ist doch ein sehr erfreuliches Erlebnis, dass neue Technik auch hilft, visuelle Werte zu vermitteln. Jetzt an die klugen Köpfe. Daniel Meretz, wie viele Kammern hat unser Herz? Jetzt kommt die Qualitätskontrolle. 1, 2, 3, 4, lassen Sie nicht hängen, ich weiß es nicht. Es müsste ein Trommelwirbel normalerweise kommen. Ha! Oi. Vorher war es ja noch so 50-50, da waren ja noch viele genetische Mutationen unter uns. Sagen wir mal, das Vierkammermodell hat sich am Herzen durchgesetzt. Wie viele Klappen hat unser Herz? Boah, passt doch. Das passt doch. Wunderbar. Vorhofflimmern ist, wenn falsche Signale im Vorhof des Herzens entstehen, die Vorhöfe anfangen, sich flatterartig zu bewegen. Das ist ein bisschen tricky jetzt, also muss man erst mal so sagen. Der AV-Knoten mehr Impulse weiterleitet, als er vom Sinusgurt empfängt, ich weiß es nicht. Wer alles richtig hat, kann sich zur Facharztprüfung Kardiologie anmelden. Ich nehme gleich die Bewerbung entgegen. No, nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Gut. Bei der Kryoballonablation handelt es sich um eine Therapie mittels Hitze, Kälte, Ultraschall eines chirurgischen Eingriffs. Ist auch wieder ein bisschen fachspezifisch, aber wir wollen es wissen, oder ich weiß es nicht. Kryo. Wie hieß man früher? Heiß oder kalt? Wer weiß? Boah, gut. Wie viel haben wir denn noch? Over. Das Signal sagt over.